Juhu! Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir können wieder anschauen, wie die Pritwin total explodet. Sag mal, geil. Wir sehen einfach 12.000 Mal, wie die vorne absterben. Geil. Auf jeden Fall ist die Kacke jetzt weggeschissen. Ich glaube, jetzt kommt wahrscheinlich die letzte Mission noch. Die da wäre. Muss ich mit dem labern? X688 spricht Die den letzten atomare. Boten von Och, ist dir. das cute. Och, lol. Och, lol, vor allem. Okay, also wir müssen zu Vater gehen. Keine Ahnung, was wir das jetzt noch groß erledigen sollen. Auf jeden Fall sieht's schon cute aus. Ich muss ihm beistehen, während er stirbt oder so, aber man weiß es nicht. Das wäre eine ziemlich kurze Quest, wenn du einfach nur dahin gehen würdest und er stirbt und fertig. Das wäre zu einfach. Also mal schauen. Es gibt übrigens eine Theorie auf YouTube, wo jemand meinte, dass der Vater in Wirklichkeit gar nicht Sean wäre. Aber die fand ich ein bisschen komisch. Und ich glaube, letztendlich hat die einfach nur funktioniert, weil ein Datum falsch übersetzt wurde irgendwie in der deutschen Sprache. Keine Ahnung. So, nochmal kurz schnell sprechen. Wer will's Hallo denn? Sean. Ah, da bist du ja. Ich habe die Neuigkeit erfahren. Aber du wärst ja nicht hier, wenn es Richtig. kein Erfolg gewesen wäre. Wie gut, dass es funktioniert Boah, hat. die Augen von dem Ich sehen bin schon froh, krass dass du in aus. Sicherheit bist. Ich finde voll merkwürdig, dass wir nicht so ein luxuriöses, geiles Ding haben, sondern der einfach in so einem gammeligen Bett da mitten im Raum liegt. Wir sind Wieso alle sehr sind starr. alle Inseln? Im Augenblick? Ja, Was heißt das? aber es wird immer. Tusch. Ellie war dem Institut Ellie? immer treu ergeben. Wer Und ist mir. Du kannst Ellie? dich auf ihre Hilfe Wer ist verlassen. das? Sobald ich gegangen bin, Oh mein liegt Gott. alles in deiner Hand. Tremmer-Lämmer-Benenner. Ich Ich werde mein werde mein Bestes Bestes tun. Oh, tun, guck mal, ich bin dass voll es dir Blutverschmerzen. gut geht. Ha, ja, Ich ich mache hoffe, mein du wirst Bestes. in Ich habe mein Zukunft Blut noch nicht gut leben. abgewichst, aber ich kann das hier voll gut handeln. Ha. Konzentriere dich auf Jo. die Zukunft. Unsere gemeinsame Zeit war seltsam, True. nicht wahr? Ich habe mich viele Jahre lang gefragt, wie du wohl bist, was wir alles verpasst haben. Ziemlich viel, sonst Jetzt hättest du weiß nicht ich, dieses dass ich Imperium glücklich erbaut, bin Boy. für die Zeit, die wir hatten. Also 2 Minuten. mehr Zeit. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Die Zeit, die wir hatten, war zu kurz. Ja. Aber es war besser so, als gar keine Zeit zu haben. Ich weiß Danke. nicht, ich fühle mich irgendwie nicht so wirklich emotional involviert. Dafür finde ich einfach zu scheiße, was Hast die im du den Institut machen. Jungen geholfen, Seine seine beschissenen Träume Träume zu zu erfüllen? erfüllen. Ich glaube, Die Menschen töten. ich möchte jetzt schlafen. What happened? Ich habe Schauen verloren. Kann von vorne anfangen. Gut, jetzt ist er weg, jetzt Ich kann ich schließe von vorne meine Augen. anfangen. What the Ich fuck? sehe mein Leben, aber es war die, in In der der ich ich leben leben musste. musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Diesen Namen haben Familie wir ja zu noch finden nicht oft genug und gesehen. der Zeit, eins auszuwischen. Ist das schon das Alles zweite wieder Mal? Einmal reicht ja zusammenzuführen. wohl auch. Denn ich kenne den Krieg. Krieg ändert sich nie. Krieg Krieg bleibt immer bleibt gleich. immer gleich. Stimmt, ich sage immer das Falsche, ich sage immer das Entgegengesetzte, was eigentlich genau dasselbe bedeutet, aber es ist nicht das Zitat. Okay, wow, das war jetzt super special. Wait, wait. Jetzt gib mir die Errungenschaft. Wo ist die Errungenschaft? Gib mir die Errungenschaft. Wo ist die Errungenschaft? Hallo? Oh. Hä? Was habe ich jetzt übersprungen? Es war nur ein schwarzer Bildschirm. Hä? Wo ist meine Errungenschaft? Ach, das ist meine. Ja, das ist meine Errungenschaft. Yes. Find ich gut. What? Okay, jetzt habe ich das Achievement. Jetzt kann ich eigentlich wieder auf meinen alten Spielstand zurück. Ich muss mal gucken, ob der so noch vorliegt. Doch, das ist der. Perfekt. So. Pff, weil dann haben wir die Quest erledigt. Pim! Ja, das klingt gut. Aber ich glaube, das ist eine Quest, die ich brauche. Ich muss nämlich wieder einen Runner zerstören. Obwohl das eigentlich voll merkwürdig mal wieder ist, die Quest, die ergibt einfach so keinen Sinn. So von wegen, yeah, du musst den Runner zerstören. Du hast zwar das ganze Institut vernichtet, aber es sind irgendwie trotzdem noch Runner da, die eigentlich keine Aufträge mehr haben sollten, weil das Institut eh kaputt ist. That logic. Naja, whatever. Och nein, die hasse ich am meisten. Diese Bitches. Fuck! Suspicious, Bitches!
Okay, die Bisch ist weg. Oh, nee, nein, zu dem König will ich auf keinen Fall. Tschüss. Ich bin da mal weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Die kommt. Der kommt doch da. Hab ich genau gehört. Fuck doch einfach auf. Wirklich. Das sind so viele Bitches. Das ist doch nicht wahr. Ach komm. Was wie Level up? Ich sehe nix. Und der erholt sich irgendwie auch erstmal. Ach, fuck you. Sind das scheiß viele Bitches. Boah, ey. Hör doch einfach mal auf. Piper! Ich lasse ihn einfach auf Piper zu rennen. Auch so nett. Fuck. Fuck. Okay, warte. Nochmal Stimpack. Modi. Ich weiß nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich gerade spiele. Hör mal. Diese Schlampe. Hör mal. Boah. Kann der vielleicht mal irgendwann sterben? Boah. Die Hibiskus-Bitches. Ich gehe jetzt einfach hier hoch. Ach, da ist Piper. Was geht, Piper? Alles Klärchen bei dir. Wo muss ich hin? Was wollen die von mir? Hä? Ich war doch gerade einer. Ha! Die sah aus wie ein Leoparden. Was zur Hölle? Wo kommt der her? Ach nein, kleine arme Hunde töten. Das tut mir leid. Ich will keine kleinen... Fuck. Mann, du bist doch eine Bitch. Ich will keine kleinen armen Hunde töten. Nein, stopp. Ja, klick doch auf jedes Körperteil, was dir in den Weg kommt. Hi. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ey, du hast mich nicht gesehen, das war viel cooler. Kannst du dich bitte nochmal umdrehen und so tun, als hättest du mich nicht gesehen? Das war nämlich viel cooler, danke. Macht der jetzt bestimmt sich hier, tschüss. Das wäre schon nice. Dann würde ich ihn mögen. Dann wären wir auf einmal Besties. Komm schon noch einmal. Gib ihm. Och, hör mal. Wie schlecht ist denn bitte die Trefferwahrscheinlichkeit? So schlecht war die doch eben gar nicht, als ich geguckt habe. Voll der Shit. Okay, hier kann ich rein. Ha! Nein. Ha! Nein! Ha! Nein! Ha! So, schön. Oh mein Gott, just look at me. Yes! Losgegangen. Ah, fuck! Hilfe! Woher soll ich bitte wissen, dass direkt einer vor meiner Fresse steht? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin so voll am Brennen und Sterben. Das ist vielleicht nicht so das Geilste. Komm, gib ihm. Ich hätte vielleicht direkt auf den Kopf ziehen sollen, weil eigentlich hat er sowieso wahrscheinlich nicht so viel eigentlich. Oh, fuck. Ah. Oh mein Gott. Piper, rette mich. Ich stehe so direkt in ihrem Face. Hübsch. Hallo. So, nochmal Stimpack. Kann ich noch was anderes? Nee, ich glaube nicht. Kann ich noch was anderes? Nein, ich kann sonst nichts anderes. Fuck. Hallo? Stopp. Auszeit. Ich muss mich noch heilen. Du bist voll der Blöde. Voll unfair. Bad Game. Geh direkt. Hey, was? Piper steht mal wieder direkt vor meiner Fresse. Komm schon, die. 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 Ich sagte die. Blödkopf. Komm, jetzt gib ihm auf seinen Kopf. Jetzt ist er schon frei. Boah, wie ich einfach nicht treffe. Hallo? Vielleicht mal treffen? Wie wäre das ausnahmsweise mal? Okay, auf jeden Fall ist der Runner hier direkt vor mir irgendwo. Ach nein, der ist nur eine Wand da durch. Okay, hi. Hey, der hat gerade an die Decke geschossen. So ping, ping, ping. Okay. Die Logic ist real. Hä? Boah, Wallhacker, ich glaube es nicht. Diese Bitch. Okay, warte. Ha! Modi. Ah, was? Oh, scheiße, ey. Wie viele sind denn hier noch? Müssen die jetzt gerade alle im Moment kommen? Wo muss ich nochmal hin? Oh, ich vergesse immer, in welche Richtung zu gucken. Haha, du siehst mich nicht. Haha, ich sehe den auch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Lul, lul. Komm doch. Ah. Okay, nein, nicht im Moment. Nicht gerade, okay? Lass dir bitte noch ein bisschen Zeit. Ja, wie wäre das? Komm, gib ihm. Ja, geht doch. What? Der ist voll in den Kopf geschossen und der so... Nein, es ist gar nichts passiert. Alles super. Mir geht es toll. Okay, das klingt natürlich sehr normal. Oh, hier ist auch noch Zeug drin. Ja, es gibt mir mehr Zeug. Louis zu much. Okay, wir haben das schon geschafft. Das ging ja eigentlich relativ schnell. Why not? Lass uns doch ein paar Quests hinter machen. Yeah, yeah, yeah. EZ geht direkt. Noch mehr Money. Ja, ist noch mehr Money. Ja, ist ganz viel Money. Blablabla. So, kein Bock mehr auf die Chit. Bye. Guck mal, jetzt muss ich nicht mal unten rum den ganzen Weg hochlaufen, sondern habe es einfach von der anderen Seite gemacht. War alles geplant. Mhm. War nice. What? Ach, stimmt. Kann ich mit ihm reden? Kann ich irgendwas mit ihm machen? Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Hä? Stimmt das? Hast du wirklich das Institut in die Luft gesprengt? Warum denn? Na, nur so. Finde ich geil. Ich habe was verdient. Soll ich jetzt mal fragen? Alles okay? Ich weiß, das ist schwer zu verstehen.
Ich mache jetzt einen auf einfühlsam. Ja, sie fehlen mir. Aber wenn dadurch alle anderen in Sicherheit sind, solange... Das ist mir egal, wenn alle anderen sind. Ist alles okay. Oh. Du wirst mich doch nicht verlassen. Nein! Oder? Kein Babysitter, what the fuck? Keine Sorge. Ich bin hier wegen dir. Ich bin für dich da. Okay. Okay, don't care. Voll die dumme Antwort. Wer hat diesen Dialog geschrieben? Ihr solltet sagen, oh, das ist schön. Aber ich glaube, es ist wichtig. Sean Soloband. Okay, das ist interessant. Aber ich hätte irgendwie gedacht, das wäre so ein bisschen emotionaler. Und der so, okay. Und ich so, what the fuck? Okay. So, lass uns das mal anhören eben von Sean. 30.000 Stunden scrollen. Ich habe auch so 1.000 Schlüssel, aber man kann die ja nicht wegwerfen, weil hier steht, ah, du kannst keinen Schlüssel ablegen. Oder irgendwie so, das ist ein Questgegenstand. Man kann da halt nicht so viel mitmachen. Kann die Super-Action-Mogel vielleicht mal ausgehen? Sind sämtliche Konflikte zwischen uns beendet. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass du mir den Wunsch erfüllen wirst, den ich gleich äußere. Okay. Der da wäre. Ich lösche die Railroad aus, wahrscheinlich. Ach, es ist doch ein Sim. Okay. Er hat Besseres verdient. Er wurde so programmiert, dass er glaubt, dass er dein Sohn ist. Ich hoffe, dass du ihn zu mir hab ich gemacht. Hast. Ich möchte nur, dass du ihm eine Chance gibst. Eine Chance, Teil der Zukunft des Commonwealths zu werden. Wie auch immer die aussehen mag. Okay. Voll süß. Warte, was hat er gesagt? Das ist mein Junge. Heißt das, er akzeptiert meine lesbische Romanze mit Piper? Du von hier wegschauen? Irgendwo anders. Hä? Was hat er gesagt? Der hat gerade irgendwie gesagt, Piper ist echt nett. Aber nein, stopp, nein. Okay, vielleicht ein anderer. Ich finde, what? Der steht direkt neben der Leiche, die keinen Kopf... Ach doch, der hat wohl einen Kopf. Ja gut, das geht ja noch gerade. Dann geht's ja gerade noch so. Ich finde das aber eigentlich voll schön, dass er sagt, ja, egal wie die Zukunft aussehen mag. Weil das heißt ja gewissermaßen, dass er unsere Entscheidung schon akzeptiert hat, auch wenn es natürlich für ihn nicht so geil ist. Ich finde es so krass, dass er in beiden Enden einfach verreckt und dass es keinen Unterschied macht letztendlich. Ich finde die Quest eigentlich ganz interessant. Bürgermeister McDonald wurde als ein Sint und Spion des Instituts enttarnt. Er hat auf Danny Sullivan geschossen, der jetzt auf der Straße verblutet. Das finde ich sehr interessant, vor allem weil der mal gesagt hat, dass die Zeitung nur Scheiße erzählt, weil das war ja Piper mit ihrer Zeitung, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Daily irgendwas? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie eine Zeitung rausgebracht und da hat sie halt auch die Vermutung aufgestellt, dass er ein Sint sein kann. Und das fand ich so cool. Und jetzt so, ja, der ist wirklich einer. Finde ich voll heftig. Aber dann können wir mal so mit dem reden. Finde ich eigentlich ganz cool. Übrigens glaube ich, dass das Let's Play wahrscheinlich nur noch so ein paar Parts gehen wird. So ein bis zwei Parts. Weil ich habe tatsächlich entschieden, dass mir das Spiel eigentlich mehr Spaß macht als Livestream oder halt einfach privat. Deswegen muss man mal gucken. Hi. Danny Sullivan wurde angeschossen. Nein! Hä, hey, wo denn überhaupt? Ja, Piper und Smile. Das gefällt dir. Hä? Wie? Du hast zu tun? Ja, dann renn doch! Hallo? Diese Person ist beschäftigt und macht so nichts. Ich wollte gerade sagen, hä, was geht bitte? Das habe ich gar nicht. Hä, habe ich das mitgekriegt mit dem angeschossen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Danny! Ach, der ist das. Oh, I see. Yes, ich habe ihn gerettet. So, jetzt muss ich aber noch zum Bürgermeister gehen. Ich werde was tun. Team, Team. Ich meine, Sins sind ja nicht die Bösen, das haben wir ja schon geklärt. Alleine dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel mit der Railroad die Sache gemacht haben und die auch gerettet haben, damit die ein normales Leben führen können, weil sie jetzt nicht mehr von den Zwängen des Instituts Dingens befestigt sind und so. Ich finde die Quest von Diamond City insgesamt voll geil. Ich liebe das einfach. Ich fände es toll, wenn es mehr Orte wie Diamond City in dem Spiel geben würde. Ich meine, es gibt zwar ein paar Städte, aber ich finde, Diamond City ist so die einzige, die irgendwie so einen richtigen Stadtcharme so ein bisschen verbreitet, weil alle anderen sind trotzdem so Orte, wo sich einfach nur Leute angesiedelt haben, aber die nicht wirklich einen Charakter haben. Und die Stadt ist einfach so nett, so, oh yeah, hier sind nette Leute, bla bla bla, hier geht immer Action ab. Das finde ich eigentlich ganz cool. What? Schauen irgendwie? Rein! Ja, mach ich jetzt gut. So, da bin ich jetzt mal gespannt. So, Piper müssen wir nicht drauf warten, weil die teleportiert sich immer an Aufzüge und so. Kennen wir. Ich glaube, wir müssen jetzt echt mit dem reden. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich mag diese reinen Redequests. Und ich finde, das ist eigentlich insgesamt in dem Spiel ziemlich wenig gewesen, was mich auch etwas gestört hat. Okay, Piper. Das sieht mal wieder echt gesund aus. Wie dein Fuß einfach im Aufzug steht. Hilfe! Er ist wahnsinnig! What? Nein! Moment, erstmal umziehen. Erstmal charismatisch anziehen. Ja. Yeah. Moment, eleganter Hut, mutige Brille. Tata.
Ja und? Das heißt auch nicht, dass du alles machen kannst. Lass sie gehen. Ich kann Ihnen helfen, aber nicht, solange Sie eine Geisel haben. Lassen Sie so. Sie frei. Also gut. Yes! Ich sage Ihnen jetzt, wie es weitergeht. Ich verlasse diese Stadt. Nein, tu es nicht. Und ich behalte meine Würde. Show me. Sie sind ein toter Mann. Ja, nein, das finde ich auch scheiße von dem. Du Bitch. Ich diese Stadt als freier Mann. Ich reiße so viele von euch. Diese Bitch. Muss ich jetzt mit dem Battle? Was werden Sie dann tun, McDonough? Ich kann nicht zum Institut zurück. Ist so, es gab Putschka. Aber ich bin nicht dumm. Ja, ja. Das will ich sehen. Lassen Sie mich gehen. Gab es nicht schon genug Blutvergießen? Hä, ja, weil du den angegriffen hast, du doofe Bitch. Sie werden sich vor Gericht verantworten und diese Leute werden Recht bekommen. Ja, find ich gut. Sie werden viele Fragen beantworten müssen. Vor allem Piper. Piper hat es geliebt, das war so klar. Sie wissen doch, wie die Leute hier über Sünds denken. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Hä, aber ist doch klar, wenn er einfach Leute erschießt. You can't do it. Hä, finde ich voll scheiße. Ich wollte den überhaupt nicht töten. Kann man das nicht irgendwie lösen? Ich glaube nicht, weil, ich konnte ja nur die eine überredende Antwort machen und ansonsten kann ich... Was, wie der Hut einfach auf den Gedärmen liegt. Geil. Warum hat der Kelloggs Hausschlüssel? Der Stadtrat übernimmt erstmal, denke ich. Es wird dauern, bis genug Vertrauen für eine neue Wahl vorhanden ist. Aber wenigstens hey, auch. Jetzt die Wahrheit. Danke. Immerhin. Auch wenn das jetzt nicht das Ende war, was ich mir gewünscht hätte. Das Institut wollte, dass wir die Drecksarbeit für sie erledigen? Keine Ahnung. I don't know. Hey, ist die Quest nicht zu Ende? Ja, die ist jetzt einfach weggeploppt. Okay, das war irgendwie komisch. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Vor allem, warum töten die denn direkt? Nur weil der ein Sünd ist. Ich meine, der hat jemand getötet, aber dann muss man ihn trotzdem nicht direkt töten. Ach, der Aufschub, ja, stimmt. Man hätte ihn auch echt vor Gericht stellen können. Das hätte ich gut gefunden, aber der wollte es halt nicht. Also hat sich das mal erledigt. Gut, aber dann würde ich sagen, wir beenden hier erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir machen noch so ein oder zwei Parts. Spielen einfach mal so ein paar Quests. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Chakabras!